Ich habe eigentlich nichts weiter gemacht. Aber wir haben noch eine Wiederbelebung, das ist ja schön. Haben wir 4 Stück? Ich hätte echt einen Schwierigkeitsgrad höher machen können. Ja. Hätte dann wenigstens normal dagestanden. Also als Schwierigkeitsgradname, weil da höher ist, dann hätte ich ihn auf jeden Fall genommen, aber. Ja. Was soll's? Die Deutschen bauen in diesem Gebäude Raketen. Na komm. Ja. Ich krieg's nicht hin, den zu treffen, ey. Was soll das? Jetzt. Endlich. Neues Sekundärziel, sehr schön. Achso. Wir müssen diese Raketenrümpfe zerstören. Ah, stimmt, wir müssen bloß drauf schießen, ey. Dachte ich zumindest. Okay. Ja, komm, um euch kümmere ich mich gleich. So, jetzt. Jetzt seid ihr dran. Ah, komm. Nehmen wir mal uns ein M1. Das Gute ist, die Wiederbelebung verschwindet nicht wie jetzt alles andere. Komm. Hat er eine Granate geschmissen? Oh, wir müssen mal. Ja, uns heilen. So, sehr schön. Ah, komm. Das ist ein stationäres MG gewesen. War das nicht auch irgendwie eine Mission, wo wir auch hier ein U-Boot oder sowas versenken? Also versenken können oder müssen? Ich würde gerne erstmal mich hier draußen umschauen, bevor ich hier weitergehe. Ich muss jetzt mal gucken. Ich dachte echt, wir können sprinten. Okay, starken Kümmer, das ist schon mal gut zu wissen. Wäre auch blöde, wenn nicht. Das ist so ein geiles Detail. Dass man erstmal so den Stacheldraht hört, wenn man dagegen läuft. Obwohl muss ich eigentlich dann, ja, durch das Lager. Garantiert geschnitten hätte oder gestochen. Gibt das so unterschiedlich? Es gibt da einmal halt hier mit, ja, der einfach nur stachelt, also hier, und dann gibt es halt hier mit so wie kleine, ja, Messer dran, also nicht Messer, aber halt solche Schnittkanten, ihr wisst schon, was ich meine. Der heißt, glaube ich, auch irgendwie anders. Ich habe da aber auch keine Ahnung. Komm, nehmen wir uns. Medipack. Hier oben. Ich habe gar nicht mal so viel Munition. Ja, ich hätte schon gerne die MP40, weil da werden wir sicher auch mehr Munition bekommen. Okay, hier haben wir noch ein bisschen Munition. Aber allgemein nehme ich meistens am liebsten die Waffen vom Gegner, weil die von denen bekommen wir meistens eher Munition halt. In den meisten Spielen. Wir gehen erstmal hier hoch.
Was war das? Oh, jetzt ist ein Karabiner genau vor meiner Nase verschwunden, ey. Ich hätte den gerne aufgehoben. Das war doch ein Karabiner, ey. Mann, das ist so scheiße, dass das hier verschwindet, ey. In allen alten Metaphoren Teilen ist der ganze Kack liegen geblieben. Da könnte man ihn jederzeit aufheben. Da hat sich das Spiel das gemerkt, dass da Sachen liegen. Und hier verschwindet das einfach. Das ist so kacke. Das ist echt so mit mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel. Ist geil, das Spiel. Das macht Spaß. Hat eine geile Atmosphäre und so. Aber das ist echt Mist, dass das verschwindet. Warum macht man sowas? Okay, dann machen wir erstmal das. So, der ist dead. Klei einsammeln, ja. Ach so, das ist ein U-Boot. Ich dachte, das waren das drei, weil ich jetzt hier die drei blauen Pfeile gesehen habe. Ja. Okay, was ist das? Nicht verschwinden. Boah, das ist doch kacke. Das ist richtig kacke. Warum verschwindet der ganze Scheiß hier? Mann! Wenn die Waffen bei den Gegnern in der Foto verschwinden würden, ja, das wäre mal hilfreich. Aber dann auch zu einfach. Schön, da drüben ist eine Waffe und ich komme da nicht hin. So, den in der Mitte, den werden wir als letztes machen, weil ich denke mal bei der letzten Sprengsatz, also sobald wir den letzten Sprengsatz gelegt haben, läuft der Zünder oder der Timer, sagen wir mal so. Oh, in Metal of Honor 1 gibt es auch so geile Missionen, so, wo man so U-Boot ist und so. Auch bei Frontline. Wie gesagt, die ersten drei Teile sind echt die geilsten. Also von der Atmosphäre her und so sind die schon alle geil. So. Okay. Der Timer läuft. Komm, wir wollen das sehen. Und dabei nochmal ein Medipack. Okay, nice. Haben wir das auch geschafft? So, was haben wir hier? Ja, und mir wird das als Munition angezeigt. Hier liegt aber eindeutig ein Gewehr drin. Ich darf hier kein Gewehr aufnehmen. Ist doch dumm. Hätten die einen Munitionsclip dort reinmachen müssen. Nicht das Gewehr. Aber nein, wird der M1 Guard. Oder? Und die habe ich doch. Ich, oder? Ja, nee, mein Fehler. Ich ging davon aus, dass der K98 liegt. Ah, die ist wahrscheinlich voll. Holt! Durchsuchen Sie die Waggons! Ach so, ihr gehört zu mir. Mit euren komischen Köpfen. So, hier ist nichts. Oh, hier liegt eine Waffe drin. Was haben wir denn hier? Ja, komm. Oh, schön. MP40. So, was gibt's hier Schönes? Nix. Schauen wir erstmal hier rein. Auch in den alten Metal of Honor Teilen, das sind meistens noch Gegner gespawnt, sobald man halt hier so ein MG bemannt hat halt. Und die braucht man natürlich dann auch, wenn man Gold schaffen will. Ja, wenn man es dann nicht gemacht hat und hat deswegen dann Gegner übersehen, dann
Ja, konnte man halt auch kein Gold schaffen. Sie müssen die Generatoren im Kraftwerk abschalten und versauen Sie das nicht, okay? Ah, komm. Ah, danke. Okay, den hätten wir, das ist erstmal sehr schön. Was haben wir denn jetzt hier noch? Pause bitte. Was haben wir denn hier noch als Ziel? Bloß noch den Typen killen und die Aktentasche sicherer stellen halt. Ja, darf ich wieder zurück? Jetzt. Ja, mit Kreis oder drei kommen wir scheinbar nicht wieder ins Spiel. Ja, wir gehen am besten so ein bisschen außenrum halt. Flankieren ihn. So. Nehmen wir noch ein Medipack. Ich hoffe bloß, dass ich den jetzt nicht irgendwie übersehen habe. Nicht, dass er schon vorher irgendwo kam oder so. Weil es scheint ja dann gar kein Fluchtziel zu geben, oder? Zumindest macht es jetzt nicht so den Eindruck. Ja, ich war zu geil drauf. Warum nehme ich denn nicht einfach eine Granate? Kann man so einer werfen? Okay, Horst Brenner, der ist hier. Das ist einfach von meiner Nase gespawnt. In der T-Pose. Oder? Oder in irgendeiner komischen Pose. Da oben ist er. Na komm, nehmen wir erstmal den hier. Wenn er wieder rausguckt. Ja, war doch einer gerade hier. Erstmal kratzen. So. Ah, da ist da oben. Okay, das sind schon mal hier die Generatoren, die man dann abschalten soll. Also erst hier Horst Brenner oder wie er hieß. Was? War der nicht tot? Ja, doch. Der war irgendjemand hat mich jetzt so getroffen. Die Dokumente? Ja, sehr schön. Da lobt er sich wieder selber. So, was haben wir noch? Müssen wir jetzt eigentlich alles haben, ja. Es kommt doch, glaube ich, noch ein Fluchtziel eigentlich, oder? Weil ich kann mich so dunkel dran besinnen, dass wir dann halt hier wieder raus müssen oder irgendwie so in der Art. Ich meine, wir werden die ja nicht irgendwie jetzt hier deaktivieren und dann dort drinnen bleiben. Nochmal ein Medipack. So. Oh, die K98. Ja, komm, jetzt behalte ich die Karabine hoch. Ja doch, Mann, ich laber eine Scheiße zusammen hier. Der M1 gab, meine ich. Na, ja, komm her. Ja.
Ey, jetzt werde ich aber hier mit... Okay, habe ich jetzt doch aufgehoben. Wie gesagt, aber bei euer Penis Sword habe ich auch so viel mit den Karabiner gearbeitet. Oder auch gespielt. Na, komm. Komm, komm, Boot, Boot. Das war das Splinter Cell. Ah, man sollte auch treffen. Komm, Munition, bevor es verschwindet. Ja, das Level ist eh nicht mal so lang. Ja, wir nehmen jetzt hier unsere... Nein, ich habe die MP weggeschmissen. Das war gar keine Absicht eigentlich. Warum habe ich eine MP weggeschmissen? Och nö. Wie gesagt, die habe ich eigentlich aus Versehen aufgehoben. Aber dass ich jetzt die MP noch weggeschmissen habe, das ist nicht so schön. Wie viel haben wir denn hier? Na ja, komm, das reicht. So. Okay, 3 Sprengsätze. Mal Energie. So, jetzt müssen wir uns gleich wieder beeilen. Moment, wo läuft's? So. Boah, ich wollte schon wieder sprinten. Wir können ja nicht sprinten. Aber irgendwie eine Zeit wird gar nicht angezeigt. So, kann ich mir doch Zeit lassen? Also wir haben jetzt irgendwie keine Uhr oder so. Ah, oh, da war nice. Ah, kommt gerade noch nach. Ich dachte, dass wir jetzt hier übelst den Zeitdruck hätten, hier wie bei den letzten... was war das? Hier mit den Silo oder was das war hier? Oder der Tank. In der letzten Mission. Achso, du gehörst mit mir. Das war mein Handy, falls ihr das gehört habt. Joa. Komm, gib her. Endlich dürfen wir mal wieder mit Maschinengewehr ballern. Sonst haben sie uns ja gar nicht gelassen. Ey, das hat übrigens eine Überhitzungsanzeige, wie man unten rechts sehen kann. Das kann überhitzen. Und bei Abon finde ich das geil, dass mal das Maschinengewehr auch nachladen wird. Hier. Was ich ein bisschen schade finde, dass man ja auch nicht mal so eine Statistik hat hier mit, ja, wie oft man getroffen wurde, Genauigkeit und sowas halt. Weiß nicht, das gehörte für mich eigentlich immer so mit dazu zu Metaphern und damals. So. Und. So.
Einsatzziel erreicht. Gute Arbeit! Das dürfte Ihre Pläne stören! Erstmal strecken. So, möchtest du speichern, aber natürlich. Ja, natürlich. Sind sie sicher, dass sie sicher sind? Sehr schön. Habe ich die Dokumente eingesammelt? Oh, zum Glück. Oh, ich dachte jetzt. Okay. Haben wir wieder Gold? Das ist sehr schön. Ja, und pro Mission, also pro. Ich nenne es mal Auftrag. Ein Auftrag besteht ja aus mehreren Missionen, wie dieser Auftrag besteht ja aus 4 Missionen halt. Bekommen wir dann eine Medaille, wenn wir das dann auf Gold geschafft haben halt. Ja, also jetzt kommt, glaube ich, noch eine Mission innerhalb dieses Auftrages halt. Ja, und dann bekommen wir eine Medaille. Ich weiß nicht, soll ich das noch machen oder nicht? Wird dann aber auch bald irgendwann los. Zum Sport. Flucht im Mogengrauen. Ich weiß nicht, ist das Level noch recht lang? Wir schauen mal kurz rein. Ich hoffte, wir würden in der Dunkelheit rasten, aber es wird bald hell. Die Campbelltown kann gleich hochgehen. Also müssen wir hier verschwinden. Die Deutschen haben unsere Boote versenkt. Nun müssen wir uns durch die Stadt kämpfen und aufs Land durchschlagen. Costa weiß, dass wir kommen. Er wird warten. Meine Männer sind die tapfersten, die ich kenne. Das wird eine historische Nacht. Egal, was passiert. Okay, was haben wir? Fliehe aus dem Land. Eliminiere Erich Kloster. Finde die Nordafrika-Frachtliste. Okay, dadurch sehen wir natürlich auch schon, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Ja gut, ich werde jetzt erstmal durch die Aufnahme beenden, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, vielleicht klingt meine Stimme auch komplett anders und ihr erkennt mich gar nicht wieder. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das liegt aber dann eher am Headset oder so. Ja, ja, okay. Da wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, da sage ich mal, ciao.